Abend. Sind er noch gut drauf? Ja. Sind er noch gut drauf? Ja. Ich gar nicht. Ich han Balava mit dem Lawinchen geredet, wenn ich euch das erzähle, das klar wie ihr mir nicht. Weshalb ich Balava geredet han. Ich han der dickste Balava mit dem geredet, weil ich dem 1000 Euro gen han. Im Ernst, 1000 Euro gen und der dickste Balava geredet. Es ist bei mich gekommen und hat mich gefragt, du Lediger, kennst du mir mal 75 Euro geben? Ich würde gerne in den Schönheitssalon. Ich habe 1000 gegeben. Hast du dir das mal angeguckt? Für 75 Euro kriegt das noch nicht einmal so vernünftiger Kostenvoranschlag. Ich weiß ja gar nicht, was mit dem los war. An Weihnachten ist das mal so richtig in sich eingekehrt. Platz genug war jo. Und sah dann zu mir, ledig, ich mach jetzt Sport, ich geh schwimmen. Schwimmen? Hab ich gesagt, was willst du denn anziehen? Wir fahren in die Stadt. Da sind wir in die Stadt gefahren, in so ein Sportartikel-Fachverkaufsgeschäft. Und da sah das Lawinchen zu dem Verkäufer. Ich suche ein Bikini, der all meine Problemzone bedeckt. Er ist so viel Ratlosigkeit in einem Gesicht, habe ich noch nie gesehen. Ehrlich, hat er gesagt, fahren Sie mal ins zweite Obergeschoss. Da ist unsere Campingabteilung, dort haben wir Mumienschlafsäcke. Nee, da war das mit dem Schwimmen erledigt, sagt's, ich geh doch nicht schwimmen, ich geh ins Fitnessstudio. Ins Fitnessstudio, habe ich gesagt. Ey, hast du mal geguckt, was die da machen im Studio? Die trainieren Muskeln an Stelle, da hast du gar keine Stelle. Und ahnst du, hier hast du dort auch nichts. Da sagt er es noch zu mir, ja, es kauft sich da so ein ganz neuer, moderner, kunterbunter Retro-Jogginganzug aus Nylon, wie damals beim Bowlen. Schnappt so Ding, geht in die Kabine rein, kommt das raus und stellt sich vor mich. Guck mal, ledig, macht der mich dick? Und da habe ich nur gesagt, huch, der Heißluftballon kann hier schwätzen. Unser Präsident, der Hans-Werner Strauß, der weiß, was ich durchmache und hat mich gefragt, nachdem ich 19 Jahre jetzt schon mit dem Lawinchen unterwegs bin, ob ich ein Geheimrezept hätte für Beziehung. Geheimrezept. Habe ich gesagt, nee, Hans-Werner, habe ich nicht. Aber wir haben noch dreimal die Woche sechs. Da sagt er, was? Dreimal die Woche sechs, sei wandern. Habe ich gesagt, Lawinchen dienstags und ich mittwochs und freitags. Der Hans-Werner, man sieht ja nicht so oft, ich hatte mir gerade dann mal gefragt, weil ich gehört habe, er kommt ja aus Saarlouis, dass in Saarlouis ein Friseur verhaftet ist, wegen illegalem Glücksspiel und verbotenem Handel mit Viagra-Potenzpille. Da sagt er zu mir, ja, ledig, ich bin ja bald verrückt, wie ich das gehört habe. Das ist ja der Wahnsinn. Ich bin selber seit 5 Jahren Kunde bei dem. Und habe gar nicht gewusst, dass der Friseur ist. Aber da bin ich mit meinen 19 Jahren ja noch ein Jungspunto. Unser Ehrenpräsident Horst Wagner, der hat goldige Hochzeit. 50 Jahre, ne, Ehe. 50 Jahre hat er gefeiert. Und da hat er sich was infallen gelassen und ist mit seinem Schätzchen, wo Kurzurlaub, auf den Bauernhof gefahren. Jetzt ist er morgens bei Zeit wach, steht am Fenster, frisch Luft,
Und da sieht er plötzlich unten auf dem Hof, wie der Stallbursch der Bäuerin unter den Rock greift. Und später dann mit dem Traktor auf der Ackerfahrt. Der hat das gesehen, jede Morgen dasselbe Spiel. Bevor der Stallbursch mit dem Traktor auf der Acker gefahren ist, ist er noch bei die Bäuerin und hat der unter den Rock gegriffen. Am Tag der Abreise sagt der Horst, ich kann das nicht, ich muss dem das sagen, das ist so ein netter Bauer, ich muss es ihm sagen. Da ist er dorthin und hat gesagt, hör mal zu, Bauer, du musst jetzt stark sein. Deine Frau betrügt dich mit dem Stallbursch. Da hat er gesagt, wie kommst du dann dort drauf? Jede Morgen, bevor der mit dem Traktor auf der Acker fährt, greift der deiner Bäuerin unter den Rock. Da hat der Bauer angefangen zu lachen. Da hat er gesagt, nee, Horst, das ist nicht so. Du musst wissen, meine Frau hat Holzbein. Und da hängt oben die Schlüssel vom Traktor dran. Oh, ja, ja, ja. 50 Jahre. 50 Jahre verheiratet ist er, ne? Wahnsinn. Hut ab. Der hat schon Bandscheibenvorfall im Nacken. 50 Jahre immer Josan. Jo. Jo, aber es gibt ja auch noch Beziehungen, die stehen ganz an ihrem Anfang. Ne? Die sind gerade erst ein paar Monate als frisch vermählt. Ne? Auch hier bei uns im Präsidium. Hol mal zum Beispiel der Stefan R. Punkt. Aus Datenschutzgründen sage ich nur R. Punkt. Das ist der Stefan Regert und der Sitzungspräsident, der ist ja schon ein paar Monate verheiratet. Das darf man aber aus Datenschutzgründen nicht sagen. Hey, wie die noch da feier ins Zimmer gegangen sind, da ist er Daniela ins Bad, hat sich fertig gemacht, ist rausgekommen, schön zurecht gemacht, nur den Morgenmantel an. Und wie es denn ein bisschen geöffnet hat, da hat er gestrahlt. Da hat er gestrahlt und hat gesagt, Mensch, Schatz, darf ich ein Bild von dir machen? Da hat er gesagt, für was willst du dann ein Bild von mir machen? Und da sah er noch so schön, damit ich es immer bei mir tragen kann. Ganz nah an meinem Herzen. Da haben die zwei das Bild gemacht. Da ist der Stefan auch ins Bad gegangen, wie er rausgekommen ist. Ach, im Bademantel, hat den leicht geöffnet, hat Daniela A. gegrinst und hat gesagt, du Stefan, darf ich auch ein Bild von dir machen? Und da freut er noch, damit du es auch ganz nah an deinem Herzen tragen kannst. Da hat er gesagt, nö, eigentlich will ich es nur mal vergrößern lassen. Ich habe ja auch mal ein Bild vom Lawinchen gemacht. Im Badezimmer, die Oberschenkel. Ja, hat das Dreck, was fotografierst dann du da? Habe ich gesagt, nur der Zellulite übersäte Oberschenkel. Ja, was willst du dann da damit machen? Habe ich gesagt, ich will das Bild bei der Versicherung einreichen. Vielleicht können wir es hier als Hagelschade abrechnen. Die haben nicht bezahlt. Nichts haben sie gegeben. Aber der Baumarkt hat es geholt. Ja, als Werbetafel für Raufasertapet. Ach, der Herr Minister Joost. Unser Minister für Justiz, Umwelt, Verbraucher und Lionerschutz. Der Mann ist ein guter. Ohne Rast und ohne Ruhe, der ist immer am Schaffen, immer am Blutzen und das gefällt mir so gut. Ich könnte gar nicht immer dabei sein. Gott sei Dank haben wir die Saarbrücker Zeitung. Ich habe eben gerade Andreas Lang gesehen. Der schreibt immer, wenn der Minister wieder Aktivitäten gehabt hat. Und der schreibt so,
so plastisch. Man kann sich so bildlich vorstellen, so als wärst du dabei. Da habe ich die Woche gelesen. Minister Reinhold Joost eröffnet das neue Hundehaus im Tierheim Saarbrücken. Die anwesenden Hunde begrüßten ihn freundlich mit heftigem Schwanzwedeln. Der Minister grüßte ebenso freundlich zurück. Ihr liebe Leid, mein kleiner Vortrag ist jetzt aus. Ich gehe jetzt ans Buffet raus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen auch gelacht. Ich mache jetzt ganz einfach Stopp. Euer Lady sagt alle. Auf unseren Ladies, auf Joachim Moser, dreimal von Herzen, alle! 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 Alle.